Die Automobilbranche befindet sich im Moment in einem gewaltigen Transformationsprozess. Und gucken wir auf unsere großen deutschen tollen Autobauer, VW, BMW, Daimler, werden die den Kraftakt meistern? Ja, ich denke, sie werden ihn schon meistern, weil es natürlich alle erkannt haben. Viele sprechen ja vom größten Transformationsprozess, den die Industrie je gesehen hat. Und der Fokus ist eben diesmal nicht nur auf Technologie. Klar, alle sprechen von den üblichen Buzzwords, Elektromobilität, autonomem Fahren und auch Konnektivität. Aber wir sehen auch zwei andere Bereiche. Der eine ist gesellschaftlich. Wir haben nach wie vor den globalen Megatrend der Globalisierung. Ganz neue Arbeitswelten entstehen und natürlich auch der Trend, der häufig in der Presse beschrieben wird, vom Owning hin zum Sharing. Und das Dritte, hatten Sie schon angesprochen, ist das ganze Thema regulatorisches Umfeld, wo wir mit sehr ambitionierten Abgaswerten und auch natürlich jetzt gerade in Deutschland mit der aktuellen Diskussion der Fahrverbote halt eine Veränderung sehen, die in dieser Kombination in den letzten 100 Jahren sicher nicht da war. Konkret zur Frage, kriegen unsere Autobauer diesen Schritt hin? Ich bin davon überzeugt, dass sie ihn hinkriegen. Die Frage ist natürlich, wie. Was sicher zu sagen ist, ist, dass die traditionelle Automobilindustrie, wie wir sie kennen, es gibt ein paar OEMs, es gibt Tier-1-Lieferanten, Tier-2-Lieferanten, dass sich das auflösen wird. Das Unwort des Jahres ist ja wahrscheinlich Ökosystem. Also es gibt ganz viele Player, von denen man vor 2, 3 Jahren noch nicht mal das Logo kannte. Und hier ist es sicher notwendig, verstärkt in Partnerschaften zu gehen, weil sich eben so diese Lieferanten-Kundenbeziehung so nicht weiter aufrechterhalten lässt. Sie haben gerade ein spannendes Thema genannt, neue Player am Markt. Die sehen wir im Angebot von Mobilität. Wir sehen die nicht nur aus dem Silicon Valley und von großen Datenunternehmen. Wir sehen auch inzwischen Angriffe auf diese Branche aus China zum Beispiel. Wo werden denn künftig die Geschäfte gemacht? Man sagt ja so ganz allgemein, das Blechbiegen wird es nicht mehr sein. Also eine Sache ist schon auch nochmal wichtig zu betonen. Die klassische Automobilindustrie, so wie wir sie kennen, wird mitnichten in den nächsten 5 Jahren untergehen. Es ist nach wie vor so, dass weltweit sowohl Umsatz als auch Gewinne langsam wachsen werden. Das ist aber natürlich eine trügerische Sicherheit, weil ein Großteil der neuen großen Profitpools entstehen eben außerhalb dieses Bereichs. Und da sind exakt genau diese neuen Player, die Sie genannt haben, wie ein NIO, ein Byton, selbst aus Vietnam, ein VinFast mit interessanten Fahrzeugkonzepten, wo sich noch herausstellen wird, ob man eben auch eine Industrialisierung in eine Massenproduktion hinbekommen wird. Fast noch interessanter aus meiner Sicht sind aber ganz neue Geschäftsfelder. Sie haben Mobilitätsdienstleister angesprochen. Es gibt nicht nur den Uber und den Lyft, sondern es gibt neue Player, Didi in China und dann natürlich auch die ganze Intelligenz der autonomen Steuerung. Jetzt mit Google, der Tochter Waymo, mit Softwareunternehmen wie Nvidia. Also da gibt es ganz viele neue Player, ohne die man die Herausforderung wahrscheinlich nicht meistern wird. Wie stellen sich denn unsere Autobauer hierzulande darauf ein, dass sie nicht künftig der Auftragsproduzent von rollender Hardware für Google werden? Naja, das haben natürlich alle verstanden, dass man in so eine Rolle nicht will. Häufig wird der Vergleich gezogen mit dem öffentlichen Personennahverkehr. Wenn ich heute aus einer U-Bahn aussteige, wissen die wenigsten, ob sie mit einer Siemens, Alstom oder Bombardier gefahren sind. Und genau in diese Situation darf natürlich die Industrie nicht kommen. Deshalb ist es auch wenig überraschend, dass man gerade in solche neuen Dienstleister investiert, dass man sich beteiligt. Diese Kooperation wird man mehr und mehr sehen. Und die sind letztendlich auch nichts Außergewöhnliches in der Automobilindustrie. Die gab es immer schon. Ich glaube, das Neue an dem Thema ist, dass man zukünftig auch kooperieren wird mit Unternehmen, die eben keine 100-jährige Erfolgsstory hinter sich haben, sondern teilweise noch in den Kinderschuhen stecken. Und da würden wir natürlich keinem Unternehmen raten, alles auf eine Karte zu setzen, sondern immer ein Portfolio an Partnerschaften aufzubauen, um sicher zu sein, dass man dann langfristig auch erfolgreich ist.